Das abrupte Ende der Serie The Clone Wars hat uns ja einige offene Fragen zurückgelassen. Eine dieser Fragen war, was Captain Rex während der Order 66 machte. Das kanonische Buch Ahsoka gibt uns eine Antwort darauf. Laut Rebels wissen wir ja, dass Rex seinen Inhibitor-Chip entfernen ließ. Dies bedeutet, dass er bei der Order 66 nicht teilgenommen hat. Die ganze Geschichte spielt sich nach den Geschehnissen von Clone Wars ab. Etwa ein Jahr nachdem Ahsoka den Jedi-Orden verlassen hatte, gelang es Darth Maul aus Sidious Gefangenschaft zu fliehen und erlangte erneut die Macht über den Planeten Mandalore. Eine Schlacht stand bevor und dann trafen Obi-Wan und Anakin ein letztes Mal auf Ahsoka. Die beiden Jedi erhielten den Befehl, sofort nach Coruscant zurückzukehren, da der oberste Kanzler von General Grievous entführt wurde. So ließen sie Ahsoka zusammen mit einem Bataillon Klone, darunter auch Rex, zurück. Eine grausame Schlacht entfachte und es gelang Ahsoka und Rex sogar, Maul in einem Strahlenschild gefangen zu nehmen. Doch dann geschah es. Die Zeit ist gekommen. Führt die Order 66 aus. Alle Klone am Schlachtfeld wandten sich gegen Ahsoka, außer Rex, welcher sich eben seinen Inhibitor-Chip entfernen ließ. Maul gelang erneut die Flucht und Ahsoka und Rex waren nun Feinde der Republik. Sie täuschten ihren Tod vor, dass das Imperium glaubte, dass Rex Ahsoka tötete und dann später an den Verletzungen, die er im Kampf erlitt, verstarb. Dazu bauten sie ein Grab für Rex, begruben jedoch den Leichnam einer anderen Klontruppe und legten Ahsokas grünes Lichtschwert dazu. Gemeinsam flohen sie dann von Mandalore, unwissend, dass Anakin der dunklen Seite verfiel, ein Massaker im Jedi-Tempel anrichtete und von nun an den Namen Darth Vader trägt. Rex versteckte sich gemeinsam mit Gregor und Wolf im Exil auf Seelos, während Ahsoka ins Outer Rim, genauer gesagt nach Tabeska, flüchtete. Jedoch war's das schon mit dem Video. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie es Darth Maul gelang, aus Darth Sidious Fängen zu entkommen oder woher Ahsoka ihr zweites Lichtschwert hat, dann schaut doch einfach mal in die Infokarte oder in die Beschreibung. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich mega über eine Bewertung freuen und wenn ihr meinen Content allgemein cool findet, könnt ihr meinen Channel auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zusehen und möge die Macht mit euch sein.